So, willkommen bei einer neuen Ausgabe Essen machen von Vegan ganz leicht. Wir machen heute Pizza. Ich habe auch überlegt, ob ich überhaupt ein Video mache, weil letztendlich nehme ich auch bloß einen fertigen Pizzaboden. Aber da ich so ein paar Sachen doch selber mache, denke ich, kann man euch das auf jeden Fall mal zeigen. Das heißt, wir wollen auf der Pizza heute Tofu drauf haben. Das heißt, ich habe Tofu aus vom Lidl. Den werde ich jetzt selber marinieren. Dann wird er schon mal vorgebacken, damit er schön knusprig wird und auch lecker schmeckt, weil sonst schmeckt der Tofu erstmal nach gar nichts. Und der kommt dann oben mit anderen Zutaten auf die Pizza drauf. So, ich schneide den erstmal hier raus. Gehe dann übers Waschbecken, weil der Tofu ja doch immer sehr feucht ist und sehr viel Flüssigkeit mit der Packung ist. Normalerweise sollte man Tofu auf jeden Fall immer ausdrücken, am besten in einem sauberen Geschirrhandtuch. Dadurch, dass ich den jetzt aber backe, erspare ich mir das einfach und brauche da jetzt auch nicht extra ein Handtuch dreckig machen, weil wenn der knusprig im Ofen gebacken wird, geht das ganze Wasser sowieso raus. Schneide den jetzt einmal hier in drei dünne Streifen. Ich habe diesmal auch keine zweite Kamera aufgestellt, weil ich beim letzten Mal doch auch ziemlich lange gebraucht habe, um das Video dann zu bearbeiten mit den verschiedenen Schnitten, dass man halt immer guckt, dass das alles synchron ist vom Ton her und dass das so passt. Und ich denke, das ist den Aufwand vielleicht gar nicht wert. Das sehen wir ja dann, wenn ich das hochlade, ob das genauso gut ist, ob das ausreicht und ob ich mir den Aufwand überhaupt machen muss. So, jetzt habe ich den einmal noch querschnitten und ich mache jetzt so 2-3 cm lange kleine Tofu-Streifen. So, die mache ich jetzt in eine Schüssel. Und in der wird das Ganze jetzt gleich mariniert. Das mache ich heute auch zum ersten Mal selber. Und wir probieren einfach mal, was man so dran machen kann. Also, so ein bisschen habe ich natürlich schon was im Gefühl. Das wird schon. So, den Tofu habe ich schon drin. Als erstes mache ich ein bisschen Agavendicksaft dran. Bisher mache ich Marinaden eigentlich lieber mit Ahornsirup, aber der ist uns jetzt letzte Woche ausgegangen. Aber letztendlich kommt mir darauf an, dass es ein Zucker ist, weil das karamellisiert dann ein bisschen. Sonst könnte man theoretisch auch Süßstoff nehmen, um Kalorien zu sparen, aber das ist ja jetzt nicht entscheidend. Dann haben wir hier so eine leicht scharfe Soße. Also kommt immer darauf an, wie sehr man scharf mag. Für manche würden sagen, das ist sehr, sehr scharf. Für uns ist das die leicht scharfe Variante. Davon kommt auch ein bisschen was rein. Dann, damit halt auch noch ein bisschen Flüssigkeit dran ist und sich das verteilt kommt und auch ein bisschen es salziger wird, kommt ein bisschen Sojasauce ran. Das muss auch nicht zu viel sein. Und da wir jetzt normalen Tofu haben, kein Räuchertofu, übrigens Räuchertofu ist auch echt gut, den kann man auch gleich so verwenden. Der hat von Natur aus dieses Raucharoma, ist auch ein bisschen salziger. Was ja bei dem Naturtofu nicht der Fall ist, der schmeckt ja erstmal nach gar nichts von Grund auf. Kann man das aber nachahmen, indem man halt einfach ein bisschen Raucharoma dran macht. Das Raucharoma kann man im Bioladen kaufen oder man kann das sogar bei Amazon bestellen. So sieht das aus. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann, von da Stups heißt das, Liquid Smoke. So, jetzt haben wir das. Jetzt mache ich noch ein paar Gewürze dran. Zwar zum einen Zwiebelpulver. Ein bisschen Paprika. Könnt jetzt auch noch Chili dran machen, aber die Soße ist schon relativ scharf. Und wenn wir gleich auch noch eine scharfe Tomatensoße und einen scharfen Käseersatz machen, wird es sowieso relativ scharf, das Ganze. Das heißt, ich muss ja nicht jeden Bestandteil scharf machen. Ich mache noch ein bisschen Knoblauchpulver dran, weil Knoblauch mögen wir auch sehr gerne. So, jetzt gucke ich gleich, ob ich da noch ein bisschen Flüssigkeit brauche oder ob das so geht. Ich verrühre das erstmal mit einem Löffel. Ne, ist relativ viel Flüssigkeit durch die Sojasauce und den flüssigen Rauch. Kann man das jetzt hier schön verteilen.
Der Tofu saugt das jetzt schön auf. Das heißt, ich muss hier vor den Tisch kommen, sonst komme ich nicht ran. Das sieht jetzt so aus. Das zieht jetzt ein bisschen ein in den Tofu. Ich lasse es jetzt erstmal eine Weile stehen, so eine Viertelstunde ungefähr. Und dann wird das im Ofen gebacken. Ich werde das wahrscheinlich einfach mal so auf 200 Grad Umluft machen für eine Weile. Und dann nochmal so 5 Minuten, wenn es jetzt schon heiß ist, auf den Grillmodus im Ofen. Dann wird das richtig schön knusprig und kann man dann gut auf die Pizza drauflegen. So, als zweites brauchen wir eine Soße für die Pizza. Es ist ja standardmäßig zwar so eine fertige Soße drin in dem Pizza-Kit. Die finde ich allerdings immer ein bisschen lasch, das ist nicht so ganz mein Geschmack. Deswegen mache ich da selber ein. Ich nehme dafür passierte Tomaten und würze mir das einfach selber so, wie ich das haben möchte. Muss man mal gucken, ich mache oft zu viel, wenn ich das für eine Pizza mache. Ich glaube, man braucht ungefähr so eine Drittelpackung, Drittel bis halbe Packung. Ich glaube, das reicht so. Dann mache ich hier gerne, wie ich schon erwähnt habe, weil wir es ganz scharf mögen, mache ich ein bisschen Chili dran. Das ist jetzt zwar eine Erdnussdose, da habe ich auch noch mal Chili reingefüllt. Das ist einfach nur gemahlene Chili. Da mache ich jetzt, so einen halben Teelöffel dran. Ich muss wirklich nicht übertreiben, weil es doch wirklich sehr scharf ist. Wobei es natürlich wieder darauf ankommt, wie sehr man Schärfe mag. So. Hier würde ich ein bisschen Basilikum dran machen, das passt generell, weil ja Pizza auch italienisch ist und Basilikum, finde ich, passt gut an italienische Gerichte. Ich mache jetzt auch gleich Oregano in die Soße, das kann man natürlich auch später hinterher über die Pizza drüber streuen, aber ich mache das gerne gleich so fertig, dass wenn man sie rausnimmt aus dem Ofen, dass man die auch noch so essen kann. Und in der Soße verbrennt das auch nicht. Auch hier mache ich wieder Zwiebeln rein. Also Zwiebelpulver. Und da das jetzt nur passierte Tomaten sind und Tomatensoßen ja meistens eher süß sind, so ein bisschen wie Ketchup, mache ich jetzt hier noch einen Spritzer Süßstoff dran, wenn ich ihn finde. Ja. Wenn ich gleich niesen muss, liegt das sowieso in dem Chili, da bin ich ein bisschen empfindlich. Manchmal das dann auch. So, das ist jetzt die Soße, die ist jetzt wie gesagt schön mit Gewürzen. Die wird auch gut, die wird dann einfach, ganz normal in die Pizzabrote gleich gestreicht. Das mache ich dann aber erst, wenn wir soweit sind, sonst mache ich das noch unnötig durch. Als letztes, den mache ich dann auch aus hinterher, mache ich noch Hefeschmelz. Das heißt quasi als Käseersatz. Ich kann das Ganze jetzt aber schon mal anrühren, muss es dann einfach nur erhitzen, kurz bevor es fertig ist, weil wenn man den fertigen Hefeschmelz erhitzt, wird er quasi immer fester und wenn man ihn zu lange erhitzt, wird er dann irgendwann zu dick. Also man kann halt durch die Hitze zuvor beeinflussen, wie fest man ihn haben will, wie dickflüssig oder wie dünnflüssig. Das heißt, man macht ihn halt so halb dickflüssig, sodass er halt so ein bisschen ist wie normaler geschmolzener Käse. Den macht man auf die Pizza drauf und der wird dann hinterher auch schön knusprig. Das sehen wir ja dann aber noch. Dafür nehme ich einmal ein bisschen Sojadrink. Man kann ja jetzt theoretisch jede Pflanzenmilch dafür nehmen. Ich mache das jetzt auch alles in den Mixer. Bei Sojamilch finde ich, ist der Vorteil, dass Sojamilch mit Fetten emulgiert. Und wir machen da gleich noch Nüsse rein, weil so ein Käse muss ja auch ein bisschen einfach fettiger sein. Und das wird einfach schneller dick. Also man kann normalerweise halt auch Mehl nehmen, damit man das dick bekommt. Wenn man aber halt das mit Sojamilch macht, wird das halt gleich schön dick und man kann das Mehl weglassen, weil das Mehl jetzt auch geschmacklich, schmeckt nicht unbedingt raus, aber ich mag es lieber ohne Mehl. Kann aber auch sein, wenn es dann nachher nicht so fest wird, wie ich möchte, weil ich vielleicht ein bisschen zu viel Sojamilch genommen habe, ich mache das auch nach Gefühl, dass ich dann trotzdem noch ein bisschen dran machen muss. Als zweites habe ich jetzt Senf dran gemacht, weil ich finde, Senf passt geschmacklich gut zu Käse. Ich mache jetzt ein bisschen Gemüsebrühe drin. Das ist so, mache ich statt Salz quasi dran. Es gibt gleich noch so ein bisschen Würze. So, auch den Käse mag ich gerne scharf. Also auch hier kommt noch mal ein bisschen Chili dran.
Dann aber nicht ganz so viel, weil die Menge ist ja auch geringer. Das ist einfach nur so eine Teelöffelspitze. Und hier kann man auch noch verschiedene Gewürze dran machen. Ich mache jetzt hier ein bisschen Liebstöckel dran. Zum einen. Einfach nur, damit ich ja noch ein anderes Gewürz habe, als das, was in der Soße ist. Weil wenn man jetzt überall die gleichen Gewürze drin hat, dann schmeckt es ja... Ja, es schmeckt alles gleich und so hat man dann einfach so ein paar unterschiedliche Geschmackserlebnisse von den verschiedenen Zutaten. Jetzt mache ich ein bisschen Kurkuma dran. Ich weiß, Kurkuma, finde ich, schmeckt man nicht so wirklich stark raus. Gibt es jetzt ein bisschen Currygeschmack. Gibt aber halt auch eine schöne Farbe für den Käse, der dann schön gelb wird. Wenn wir aber schon Kurkuma nehmen. Kurkuma ist ja sehr gesund. Hat halt schöne Nährstoffe. Gebe ich auch mal ein bisschen schwarzen Pfeffer dazu, weil schwarzer Pfeffer durch wiederum seine Inhaltsstoffe die Aufnahme von den tollen Inhaltsstoffen des Kurkumas sehr stark verbessert im Körper. Darum passt das einfach sehr gut zusammen. So, und damit jetzt die Soße halt dick wird, wie schon gesagt, wir brauchen halt Fett noch für die Sojamilch. Und damit es auch gut schmeckt, machen wir jetzt ein paar Nüsse dran. Ich nehme eigentlich am liebsten Erdnüsse dafür. Man kann auch Erdnussmus direkt dran machen, dann braucht man das auch nicht unbedingt in den Mixer werfen, dann kann man es einfach so aufkochen auf dem Herd. Meine Erdnüsse sind mir aber leider ausgegangen, deswegen habe ich jetzt das genommen, was ich am besten auf dem Weg nach Hause von der Arbeit bekomme. Und das waren jetzt im Lidl leider nur Cashews. Aber Cashews sind auch super, so, ja, schmecken auch super lecker. Ich mag halt Erdnüsse nur ein bisschen lieber, weil es dann leicht diesen Erdnusssoßen-Touch hat. Ja, das Ganze gebe ich jetzt gleich, habe ich jetzt im Mixer gegeben, stelle jetzt auf den Mixer drauf und mixe es einmal durch. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt habe ich das Ganze gemixt. Jetzt gucken wir mal, wie es geworden ist. Ja, es war relativ dünn. Das ist aber auch normal, weil wir das wieder das aufkochen, wird es noch ein bisschen dicker. Ich gieße das jetzt in den Topf. Das wird ja dann alles nochmal erhitzt. Ja, die Konsistenz ist ganz gut. Und jetzt ist ganz wichtig, damit wir diesen würzigen Käsegeschmack bekommen und damit es auch noch ein bisschen dicker wird, kommt da jetzt Würzhefe dran. Einen Moment, die habe ich dummerweise auch im Wohnzimmer stehen lassen, damit man die auch super so über Essen streuen kann. Ja, Würzhefeflocken findet man relativ schwierig manchmal in Läden, in Biomärkten besser als in allen anderen Läden. Kann man aber auch im Internet bestellen. Wir bestellen die ganz gerne bei Alles Vegetarisch, weil wir das sowieso gerne ab und an bestellen. Und dann bestellen wir dann immer sehr viel davon in großen Paketen. Der kommt jetzt auch ordentlich rein, weil wie gesagt, es gibt halt wirklich so ein richtig schönes käsiges Aroma und macht das Ganze auch schön dick. Vor allem, wenn man es dann erhitzt. So, ich nehme mal kurz, spüre mal kurz nochmal das Rührgerät ab. Ist ja einmal schon berührt. Ich hätte jetzt natürlich die Hefeflocken auch vorm Mixen mit reinmachen können. Ich versuche aber zu wenig feste Zutaten, die wirklich in den Mixer zu tun, wenn es nicht nötig ist. Weil je dingflüssiger es ist und leichter kann man das im Mixer halt rausbekommen, damit halt nicht irgendwie noch Reste drin sind, die man dann halt mühselig auskratzen muss, damit man sie rausbekommt. Deswegen, man kann sie doch vorher reinmachen, wie man halt mag. So, ja, jetzt habe ich das jetzt eine Flüssigkeit. Also ich kann es auch nochmal zeigen. Ich denke nicht, dass man da jetzt wieder erkennt. Ja. So sieht das aus. Gut, geht schlecht. Das wird jetzt, also ist auch schön dick schon geworden. Ich kann mir vorstellen, mit der Hitze wird es sehr schnell sehr dick und ich brauche auch kein Mehl mehr dran machen. Das mache ich, wie gesagt, erst kurz bevor die Pizza dann gebacken wird. Der Tofu ist jetzt ein bisschen durchgezogen. Ich denke, das reicht jetzt auch. Also ein bisschen länger ist immer besser, aber ich will jetzt auch das gerne fertig machen. Also tue ich den jetzt auf ein Blech. Das kann ich ja auch noch live machen. Ich habe jetzt nur geguckt, ob man das Blech überhaupt sieht im Display. Da ist noch schön viel Soße drin. Ich verrühre das nochmal, dass überall was dran ist. So. Kann man auch schön dick drauf machen, auch mit der Soße. Das dauert jetzt hier so ein bisschen das Backpapier voll, aber das ist dann halt so. Ich werde
dann wahrscheinlich auch irgendwann mal so ein wiederverwendbares Silikonbackpapier kaufen. Das lohnt sich einfach, wenn man halt öfter sowas macht. Es ist halt besser für die Umwelt, dass man halt nicht immer ein neues Backpapier verschwenden muss. Habe ich mich jetzt auch noch nicht so wirklich damit informiert, was das kostet und wo es das gibt, aber ich glaube, mit Google und Amazon und was weiß ich nicht, findet man das schnell. Eigentlich noch viel mehr Tofu machen können, um das ganze, die ganze Fläche auszufüllen. Aber man will es ja auch nicht übertreiben mit dem Pizzabelag. Also es kommt ja auch nicht der Tofu auf die Pizza, wir werden dann noch ein bisschen Gemüse drauf machen. Das seht ihr dann, wenn es soweit ist, ich schneide ja dann die restlichen Bearbeitungsschritte auch noch dran. So, ja, also ich fülle das jetzt gleich in den Ofen, backe das schon mal an. Ich brauche das auch nicht ganz so lange machen, weil es wird ja mit der Pizza dann nochmal gebacken. Aber damit halt dann von der Pizza nicht die Soße dann quasi aufsaugt noch der Tofu, wird es jetzt schon mal vorgebacken. Außerdem wird es dann einfach knuspriger, weil die Pizza kann man nicht ewig backen. Sonst wird die ja schwarz. Das heißt, ich tue das jetzt in den Ofen. Wenn ich sie wieder rausnehme, mache ich nochmal das Video an und zeige euch nochmal, wie das danach aussieht. Und ja, und danach machen wir die Pizza fertig. Bis gleich. So, weiter geht's. Jetzt habe ich den Tofu gerade im Ofen gehabt. 10 Minuten bei 200 Grad Umluft und dann nochmal 5 Minuten mit Grillmodus. Habe jetzt auch schon mal reingeguckt, also er hat so ein paar dunkle Ecken bekommen. Aber ist noch voll in Ordnung. Ist ganz schön heiß. Also Grillmodus ist generell sehr heiß. Da sollte man mal aufpassen. Eieiei, auch durch die Handschuhe und die Topflappen. So, ich würde es euch jetzt zeigen, aber es ist mir zu heiß, um das jetzt bis zur Kamera zu tragen. Ich kann ja höchstens mal, nee, ich möchte jetzt auch nicht das Stativ bewegen, weil dann passt das hinterher wieder alles nicht und dann muss ich es wieder einstellen, damit es so ist, wie es mir gefällt. Aber, nee, ich tue das jetzt sowieso wieder in die Schüssel. Ich habe die Schüssel jetzt auch zwischendurch sauber gemacht, also ist jetzt keine klebrige Marinade mehr drin. Wenn ich es in der Schüssel habe, kann ich es euch auf jeden Fall zeigen. Hat ein schönes Muster auch aufs Blech gemacht. Geht das doch viel leichter. So, jetzt kann ich es euch zeigen. Und zwar, ich kippe mal die Kamera. Das sieht so aus. Also der ist auch richtig schön knusprig. Und der kommt dann gleich mit auf unsere Pizza drauf, wenn es losgeht. So, weiter geht's. Inzwischen sind wir zu zweit. Hallo. Hallo. Und jetzt können wir den Rest fertig machen, ohne dass die Pizza dann schon kalt ist. Das heißt, ich gehe jetzt an den Herd und erhitze den Hefeschmelz. Ich weiß gar nicht, wie schön ich die Paprika schneide. Ja, ich habe das mal keine zweite Kamera aufgestellt, damit ich weniger Aufwand habe, dann das Ganze zu schneiden. Ich mache schon mal die Tomatensauce jetzt auf die Pizza. Ich glaube, ich habe wieder zu viel gemacht, wie ich es prophezeit habe. Schauen wir mal. Ja. Die doppelte Menge habe ich ungefähr gemacht. Aber ich muss auch echt sagen, ich habe von dem Video, was ich von Alex gesehen habe, irgendwie die Pizzaboden größer wahrgenommen. Normalerweise nehmen wir auch, wenn wir eine Pizza selber machen, eine XXL-Pizza, so ein Pizza-Kit, weil die doch jetzt echt ganz schön klein ist für zwei Leute. Aber dann ist das jetzt halt so. Lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Ich habe jetzt nicht aufgenommen, wie ich das Pizza-Kit ausgerollt habe, weil das habt ihr ja bei Alex gesehen, wenn ihr sein Video gesehen habt. Wenn nicht, dann klickt das noch an, dann seht ihr das ja. Fand ich jetzt nicht so spannend, dass das notwendig wäre. Ja, ich habe viel zu viel Soße gemacht. Ich habe jetzt nochmal die gleiche Menge übrig, also ja, wir haben eine Pizza-Woche, vielleicht essen wir nochmal Pizza, wer weiß. Ich exerziere hier übrigens gerade die am wenigsten abfallproduzierende Weise, eine Paprika zu schneiden.
Na toll, ich nehme das nicht auf. Also hätten wir natürlich noch was lernen können dabei. Ja, aber ich kann es ja kurz erklären. Und zwar, wie man hier sieht, fast nichts zu viel. Das ist der einzige Müll, der hier produziert wurde. Das Kerngehäuse und dieses klitzekleine Stückchen Grün. Ah, ich hätte es mitgegessen. Ja, es gibt Leute, die essen mit. Es gibt auch Leute, die mögen das nicht so gerne. Da muss man dann ganz einfach, ich zeige es kurz an einer nicht geschnittenen Paprika. Ich verteidige übrigens währenddessen den Tofu auf der Pizza. Man muss ja alles kommentieren. Mach das. So, und zwar nimmt man die Paprika, schneidet ungefähr auf der Höhe einmal den Deckel komplett ab, so als würde man sie füllen wollen. Dann kann man ganz einfach hier dieses grüne Teil rausdrücken und dann den Hauptteil in Streifen schneiden und währenddessen das Kerngehäuse entfernen. Bleibt kein Müll übrig, man macht wirklich nur das weg, was man gar nicht essen mag. Du auch gelbe Paprika? Niemals. Niemals, gut. Dann schneide ich nur für mich gelbe Paprika und überlege die auf eine Hilfe, damit ich gucken kann. Es ist doch kein Gemüse, wo kommen wir denn da hin? So, dann sollte das schon reichen. Ja, deswegen war ich auch eigentlich für eine andersfarbige Paprika, weil Mais und gelbe Paprika ist ja ein bisschen einseitig farblich, aber naja. Ja, hätten wir rote Paprika genommen, wäre sie genauso gekappt gewesen wie die Soße. Von daher, auf welcher Farbebene wir jetzt einfarbig sind. Dann hätten wir gehabt. Offenbar eine grüne Paprika gebraucht. Nee, wer macht eine grüne Paprika? Keine Ahnung, ich nicht. Ja. So, meine Soße versuche ich zu verteidigen. Ja, ich gehe aus dem Weg. So. Ich verteile mein bisschen Mais noch. Ja, ich glaube, die wird schön cremig. Scheint doch heute schon in die erste Platte wieder. Okay, ich bin auch gleich dabei. Die wird jetzt schön cremig. Ich versuche sie auch gleich noch mal in die Kamera zu zeigen. Sobald sie die perfekte Konsistenz hat, nehme ich sie runter. Ein bisschen dicker kann sie noch. Aber lieber ein bisschen flüssiger, weil dann kann man sie besser verteilen. Und hinterher kann man ja, wird es ja sowieso noch mal fester, dass es jetzt noch mal in den Ofen geht. Ja, ich glaube, das reicht jetzt erstmal so. Ich versuche das mal zu zeigen, wenn es denn klappt. Das ist jetzt hier so. Schöne cremige Konsistenz. Und das kommt jetzt oben auf die Pizza. Wenn das alles so klappt, wie immer, sollte die auch schön cremig werden. Schön knusprig, würde ich sagen. Cremig ist jetzt, wenn es dann einmal gebacken ist. Oh, ist das gut, ich habe Hunger. Ja, mal gucken, ob wir davon satt werden. Von der Pizza für zwei normale Personen, ich glaube ja nicht. Ich habe auch vorhin Alex geschrieben, er hat auch gesagt, das ist ein Pizza-Kit für eine Person. Dafür reicht es gerade so. Gut, gewöhnliche Menschen, die nicht so ganz so verfressen sind, da reicht es vielleicht auch für zwei. Wir essen doch ganz gern. Soll ich das nochmal gar ein bisschen verfehlen? Ja, sehr gerne. Ich brauche eben gleich noch einen Löffel, um das herauszukriegen. Das ist, was ich meine. Das wird dann, wenn man es einmal die Konsistenz so erreicht, wie man es haben möchte, wird es doch dann ganz schön schnell fest. Deswegen habe ich es jetzt auch kurz vorher gemacht, weil es halt einfach nochmal richtig nachdickt. So, mein Löffel liegt hier noch selten. Oder hast du den gerade mitgebracht? Ja, habe ich den gerade mitgebracht. Dann hast du gerade mitgebracht. Sehr gut, dass ich den in der Soße nehmen müssen. Ja, das ist richtig schön fest geworden schon, die Soße. Aber den Rest kann man auch so schön auslöffeln, also schmeckt auch direkt aus dem Topf sehr gut. Aber hier ist noch. Ja, ich wollte es jetzt auch noch nicht essen, ich habe hier nicht. So, wo hast du? Auf meiner Hälfte, die mit der Paprika, danke schön. Erste Paprika statt essen. Paprika ist kein Ersatz für Käse. Was habe ich hier? Mal runter.
So. Mach das mal runter. Ich hab hier. Es klebt sich mal, aber es geht's in der Garde. Wo vorhin, ne, eine Korkenheit gehabt, genau, ihr habt natürlich weggeräumt. Alles schön vorbereitet, damit man alles da hat fürs Video. Dann zwischendurch aber weggeräumt. So. Ja, das ist schön verteilt. Ein bisschen läuft es auch noch breit. Ich zeige es nochmal in die Kamera, wenn es klappt. So, Moment, ich kippe die Kamera ein bisschen. Dass es leichter ist, das Blech zu kippen. So sieht es jetzt aus. Die packen wir jetzt in den Ofen. Wie lange? Auch so wie der Alex, so circa 18 Minuten. Wow. 15 bis 18 Minuten. Und ich weiß nicht, ob wir uns dann nochmal wiedersehen oder ob ich einfach nur ein Foto zeige. Lasst euch einfach überraschen. Genau. Wir heizen den Ofen nicht vor. Ich habe damals in meiner Ausbildung gelernt, dass man für Hefeteig den Ofen nicht vorheizt, weil Hefeteig ist ein aktiver Teig. Das heißt, sobald ihm ein bisschen warm wird, während des Aufheizens des Ofens, arbeitet die Hefe nochmal so, dass der Boden ein bisschen hochgeht und dann aber das knusprig. Steht wohl auf der Verpackung, hat ja, das mag auf der Verpackung stehen. Aber das muss ja deswegen nicht stimmen. Ne, steht drauf vorheizen, aber sinnvoll ist trotzdem nicht. Okay, ja. Ich glaube, ich mache nur noch ein Foto am Ende rein. Also war es das auch schon. Dann bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Ausprobieren.